Die deutsche Nationalmannschaft verliert mit 0 zu 1 gegen Serbien ihr zweites Vorrundenspiel bei dieser WM. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig wütend auf den Schiedsrichter, da es meiner Meinung nach und vielen anderen auch sogar Béla Rétis, also vom Kommentator, die Meinung nach wirklich eine unterirdische Schiedsrichterleistung war. Also es war einfach diese gelben Karten, dann die allgemein die ganzen Entscheidungen waren wirklich sehr, sehr zweifelhaft. Und dazu kommt natürlich noch die gelb-rote Karte von Miro Klose, meiner Meinung nach ungerechtfertigt. Die erste gelbe war okay, die zweite wäre eine Ermahnung wert gewesen, mehr nicht. Und natürlich der verschossene Elfmeter von Podolski, schwach platziert. Torwart hatte die richtige Ecke, kein Problem für den Torwart. Lattenschuss Khedira. Gut, auf der anderen Seite gab es auch zweimal Aluminium. Insgesamt Deutschland richtig viel Ballbesitz. Besseres Spiel, aber es hat einfach die Passgenauigkeit gefehlt. Der Abschluss diesmal bei Podolski war gar nichts zu sehen. Schweinsteiger auch blass geblieben. Ja, was soll man sagen? Jetzt geht's im letzten Gruppenspiel gegen Ghana. Alles oder nichts spielen, Sieg muss her, sonst ist es wahrscheinlich das Aus. Unentschieden mit viel Glück reicht noch. Und bis nach dem Spiel, da sehen wir uns wieder, euer Cheese und ich bin hier raus.